Ja, ein Servus an alle da draußen. Ich habe letztens schon gesagt, ich mache noch ein Video über die Geschichte meiner Rückenschmerzen, wieso ich hier dieses Krafttraining mache und ja, was mein Ziel auf jeden Fall jetzt noch ist und wie das alles angefangen hat vor allem, ja, weil das ist auch wichtig zu wissen, woher das kommt oder wieso, weshalb, warum. Und ich möchte auch die Menschen dazu bewegen, vielleicht doch etwas zu tun, weil ich sehe es und höre es jeden Tag überall, Rückenschmerzen dies und das und da zieht's und da drückt's und da juckt's und da macht's. Es bringt doch alles nichts. Im Endeffekt jammert man immer nur und macht dann doch nichts dagegen. Man muss etwas machen, sonst bringt's nichts. Sonst werdet ihr werdet irgendwann richtig krank. Ja, nicht nur körperlich, auch psychisch. Das schlägt sich auch auf die Psyche nieder. Und ja, die psychischen Aspekte vor allem. Das ist bei jedem unterschiedlich. Bei dem einen, der hat einen Fahrradunfall oder Mopedunfall oder weiß der Teufel was und hat deshalb dann Rückenprobleme, weil, was weiß ich, irgendein Wirbel blockiert ist oder sonst was. Also. Vorweg schon mal, wer Probleme hat mit dem Rücken und auch länger Probleme hat, ab zum Arzt abklären lassen, ob es nicht irgendwas mit den Bandscheiben zu tun hat, Spinalnerven oder mit den Wirbeln oder mit dem Bewegungsapparat. Wenn wir hier irgendwo ein Problem haben, da reicht schon eine Blockierung vom Wirbel, dann haben wir auch. Können wir sogar einen Beckenschiefstand und so weiter bekommen und dies und das. Also jede Kleinigkeit wirkt sich sofort aus auf den gesamten Bewegungsapparat, wenn es dumm läuft. Ja. Beziehungsweise man sieht es sehr oft. Viele haben auch mit dem Kiefer Probleme oder kauen oder pressen die Zähne zusammen nachts oder sonst was. Vor allem bei Leuten, die auf der Überholspur ständig sind. Ja. Und viel machen und ständig nachdenken sind, ständig in Stress und dies und das, Arbeit, privat, bla bla bla, Haus sanieren, bei mir zum Beispiel jetzt auch. Und das ist wichtig zu wissen, wie das alles ineinander greift. Meine Geschichte dazu, die fängt eigentlich ziemlich genau vor 7 Jahren, ja. Das war 3 Tage vor meiner Abschlussprüfung. Da stand die Polizei vor der Tür. Mein Vater hat noch versucht, die abzuwimmeln, aber sie mussten es mir leider sagen. Ja, da ist meine Mutter gestorben vor 7 Jahren. Ziemlich genau vor 7 Jahren. Das war 3 Tage vor meiner Abschlussprüfung. Das war donnerstags, da standen die vor der Tür. Mutter tot. Das natürlich hat auch alles seine Hintergründe, aber da gehen wir jetzt zu weit in die Geschichte zurück. Sie war auf jeden Fall alkoholabhängig und hat sich damit dann auch im Endeffekt umgebracht, wenn man so will. Ja. Und ja, da fing das dann alles schon an. Ich hatte keine Zeit, mir irgendwelche Gedanken zu machen. Ich musste trotzdem wieder an den Rechner, ich musste lernen, ich musste mich auf die Abschlussprüfung konzentrieren. Die ist auch nicht so gelaufen, wie ich es gern gehabt hätte, beziehungsweise ist es nicht meiner Leistung entsprechend gewesen. Ich habe es zwar geschafft, aber halt, na, nicht so toll wie eigentlich erwartet. Ganz klar. So, Abschlussprüfung. Dann habe ich mich um die ganzen Sachen kümmern müssen. Beerdigung, dies und das Haus. Ich musste das Haus ausräumen und ich hatte ja gleich im Anschluss noch die neue Arbeit. Ja. Dann habe ich gleich angefangen auch zu arbeiten. Musste noch das Haus ausräumen von meiner Mutter. Das sind wir auch dreimal hochgefahren. Das waren 300 Kilometer pro Strecke. Und ja. Haus verkaufen, dies und das, dann der Umzug, dann noch Führerschein gemacht. Alles in ganz kurzer Zeit, wirklich sehr komprimiert und es war einfach ich hatte keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen oder mir darüber bewusst zu werden, wieso, weshalb, warum oder ich konnte mich damit nicht auseinandersetzen. Das war der Punkt, wo es dann richtig losging. Mit den Rückenschmerzen, weil ich ständig natürlich verspannt war und das muss noch und Sen muss noch und Arbeit und Führerschein und ja, ihr wisst ja,
wenn alles auf eine kurze Zeit zusammenkommt, da ist man dann einfach überfordert. Man ist einfach überfordert, im Kopf überfordert und ja, dann macht sich auch eine ständige Anspannung breit und dies und das. Dann war ich noch, war ich noch beim Arzt gewesen und gab natürlich dann sofort Citalopram, das sind Benzodiazepine, da das noch genommen, dann dies und das, also auch Medikamente kriegt man sehr, sehr schnell verschrieben. Ich hätte statt Medikamente wirklich zu der Zeit mal wirklich 2 Wochen gebraucht, um damit klarzukommen im Kopf. Ja. Und die Zeit hatte ich nicht. Es war einfach durchweg, einfach nur Scheiße. Einfach viel zu viel. Ja, dann Haus verkauft, dann hier das, dann sind wir noch umgezogen, ein Jahr zur Miete gewohnt, dann hier das Haus gekauft und ja. Und dann ging es hier natürlich weiter, Dachumbau und Dämmen, Untersparendämmung, Dampfbremse und dies und das und am Haus, man hat ja immer was zu tun am Haus und das war einfach zeitweise mit der Arbeit zusammen dann zu viel. Das war einfach zu viel, ständig unter Spannung, ständig Unruhe in mir und dementsprechend auch Spannung in der Muskulatur und irgendwann verspannt sie natürlich. Da kommt dann der mechanische Aspekt dazu, monotone Arbeit. Zum Beispiel, wenn wir Großserien bauen, dann löte ich gleich mal, was weiß ich, jetzt mal als Beispiel auf 50 Platinen noch Widerstände oder sowas drauf, SMD. Ja, dann sitzt man da wirklich stundenlang und lötet und macht und tut und das ist einfach nicht gut für den Bewegungsapparat. Man muss sich dann auch privat noch irgendwas machen, bewegen oder sonst was. Das hat halt alles gefehlt. Weil wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt und noch am Haus was macht und dann noch irgendwie sportlich betätigen, da hat man dann meistens keine Lust mehr dazu. Aber die Zeit muss man sich einfach nehmen. Ja, das Ganze hat sich dann ja, 7 Jahre gezogen, bis ich dann vor einem halben Jahr beim Arzt saß. Das war kurz vor Weihnachten, mein erster Urlaubstag, gleich mal wieder Nerv geklemmt, Schmerzen und so weiter und so fort. Und dann zum Arzt gefahren, der hat dann so einen dicken Knubbel unten am Schulterblatt festgestellt, hat dann eine ganze Ampulle Lidocain reingespritzt und das war richtig schmerzhaft und generell diese ganze Zeit immer diese Schmerzen. Es wurde immer schlimmer und immer schlimmer, aber man hat ja nichts dagegen gemacht oder man hat sich nicht die Zeit genommen, dagegen was zu machen. Man hat halt die Tabletten vom Arzt gefressen, man hat die Spritzen entgegengenommen, man hat ja, Physio, das hat auch immer nur kurzfristig geholfen. Zum Beispiel Fangopackung und Massage, dann hatte ich noch Krankengymnastik gehabt. Ja, dann am Latzugturm hier diese Pipi-Gewichte gehoben. Der hat mir, glaube ich, 2 Zehnerplatten drauf gemacht. Das ist ja nichts. Da kann ich meine Arme hängen lassen und das Ding geht runter. Und irgendwie, das war auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, und dann, als ich die Lidocain-Spritzen bekommen habe, da bin ich dann heimgefahren und so nach 20 Minuten habe ich gedacht, mir hätte jemand hier mit dem Handknochen voll in den Rücken geboxt. Das war nicht mehr schön. Ich konnte auch nicht mehr richtig schlafen. Ja? Also ich bin quasi mit Schmerzen eingeschlafen und mit Schmerzen aufgestanden. Ja? Und mit Schmerzen den ganzen Tag über auf der Arbeit noch rumgelaufen und es war nur noch ein einziger Dauerschmerz. Ja? Und ich weiß nicht, man gewöhnt sich mit der Zeit daran und man nimmt es einfach hin und genau das ist falsch. Ja, und dadurch, dass ich auch nicht mehr richtig schlafen konnte, bin ich dann wirklich irgendwann nur noch wie eine Leiche auf der Arbeit, wie ein Zombie auf der Arbeit rumgelaufen, nichts mehr gepeilt und auch Fehler gemacht natürlich und ständig müde und dass ich mit dem Auto noch keinen Unfall gebaut habe, das ist auch gerade so ein Wunder, weil ich ständig auch im Auto gehockt habe und so ja, nicht mehr ganz bei der Sache war, auch im Straßenverkehr. Das ist eine ziemlich gefährliche Sache. Dann, ja, ich erinnere mich noch an eine Situation mit dem Moped. Da bin ich gerade in Helmbach um eine scharfe Kurve gefahren. Und als ich dann wieder auf der Geraden war, habe ich gemerkt, irgendwie, es ist immer noch so, als wäre das Bild in sich verdreht.
ja, als wäre ich immer noch in der Kurve, obwohl ich auf der Geraden bin und habe dann angefangen zu schlingern. Das darf nicht passieren, beziehungsweise eigentlich da hätte ich schon sagen müssen, jetzt ist Schluss, weil irgendwas stimmt ja nicht. Da ist definitiv richtig was im Magen. Und ja, dann hatte ich noch die Situation gehabt, da bin ich dann einen Hang runtergeflogen, beziehungsweise runtergerutscht und dann noch auf die Schnauze geflogen. Und dann hatte ich 2 Stunden später so einen Lichtbogen hier im Sichtfeld gehabt. Das war erst so ein Punkt, der hat mich gestört. Und dann irgendwann wurde das zu einem Lichtbogen. Also wirklich wie so ein Blitz die ganze Zeit vorm Auge gewesen. Dann war ich auch platt, habe mich hingelegt. Und dasselbe ist dann nochmal passiert, als ich mir einen Nerv hier oben am Hals bzw. im Nacken geklemmt hatte. Das war im März, da hatte ich schon trainiert, da habe ich dann mit den Kurzhanteln nochmal Nackenheben gemacht. Da hatte ich schon auf der Arbeit, da hatte ich irgendwas hochgehoben, eine schwere Kiste. Da habe ich schon gemerkt, oh, da ist irgendwas. Und dann abends noch mit den Kurzhanteln hier Nackenheben gemacht. Und dann war es rum, dann hatte ich schon wieder diesen Lichtbogen, also auch nervlich ist da was passiert. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann den Entschluss gefasst, es darf so nicht mehr weitergehen. Es kann nicht sein, dass ich mit Schmerzen einschlafe, morgens gerädert wieder aufwache, weil wahrscheinlich auch die Tiefschlafphase dadurch beeinträchtigt wurde, dass da immer ein Schmerzimpuls da ist. Ja. Und das kann so nicht mehr weitergehen. Also bei mir war es wohl unter anderem auch ein psychischer Auslöser. Und dann dazu noch, also ich hatte damals schon eine Fehlhaltung, jetzt mal als Beispiel, so wenn ich jetzt, so sitze ich jetzt gerade zum Beispiel, und früher waren meine Schultern nach vorne, ich kann das schon gar nicht mehr nachmachen, ja, ich habe jetzt schon mittlerweile so viel Muskulatur aufgebaut, dass ich das gar nicht mehr nachstellen kann, wie das bei mir aussah. Ich hatte ja auch noch hier dünne Arme und alles und so nach vorne gestellt, ja, also eine Fehlhaltung, das kam auch noch dazu. Ja, und dann entwickeln sich natürlich die Probleme, wenn man die nicht relativ schleunigst in den Griff bekommt, und dann artet das aus. Das artet richtig aus und das macht, wird euch richtig Probleme machen. Und dahingehend möchte ich die Leute dazu animieren, wenn sie Rückenschmerzen haben, zum Arzt zu gehen, Physio zu machen, und wenn das nichts bringt, bitte Krafttraining, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, weil ich bin kein Arzt, aber man muss zumindest mal erstmal die Schmerzen so in den Griff bekommen, dass man dann auch Krafttraining machen kann, um Muskulatur wieder aufzubauen. Wenn man natürlich hier hockt und stechende Schmerzen und richtig krass Probleme hat, und dann sollte man auch, wenn es geht, nicht schwere Gewichte heben, am Anfang sowieso nicht. Vielleicht werde ich dahingehend auch noch Videos machen, beziehungsweise Videos, wie ihr euren Rücken effektiv trainieren könnt. Da hätte ich noch was, beziehungsweise am besten wäre immer ein Ganzkörpertraining, also ganzheitlich trainieren, damit ihr nirgendwo Asymmetrien oder Disbalancen hier reinbekommt zwischen linke und rechte Seite. Das ist mir auch ganz stark aufgefallen, dass da Unterschiede waren, die ich auch erstmal ausgleichen musste mit dem Training. Also worauf ich hinaus will, ist, ihr müsst etwas langfristig machen, sonst bringt es nichts. Da könnt ihr Dehnübungen und selb und jenes machen. Wenn ihr nicht die Muskulatur dazu aufbaut und in einem Gleichgewicht seid, ja, also zum Beispiel Front und Rücken, oft ist es auch so, dass die Front relativ stark ist und die Brustmuskulatur hier das alles nach vorne zieht, hinten ist die Muskulatur zu schwach. Und verkürzt natürlich dann auch und verspannt und schmerzt, ist ja völlig klar. Wir müssen auf lange Sicht etwas für den Körper tun. Wir sind nicht dazu gemacht, um stundenlang irgendwo rumzusitzen oder monotone Arbeiten zu verrichten. Ja, so auch in der Automobilindustrie, bei der Montage am Fließband, das ist ja auch eine verdammt undankbare Arbeit und auch für den Bewegungsapparat wirklich das Schlechteste, was man sich antun kann. Und wir sind nicht dazu gemacht, um sowas zu tun. Um zu sitzen die ganze Zeit oder sonst was. Wir sind eigentlich dazu gemacht, um ständig in Bewegung zu sein und was zu tun. Ja, wir sind ja früher auch auf die Jagd gegangen und mussten uns verteidigen, mussten uns irgendwie ernähren und so weiter und so fort.
Ja, und das fällt in der heutigen Zeit alles weg. Und wir können halt bequem einkaufen gehen und können ins Regal greifen, haben unser Zeug und gehen dafür halt dann 7, 8, 9 Stunden am Tag arbeiten. Und das ist, dafür sind wir nicht gebaut, dafür sind wir einfach nicht, haben wir uns einfach nicht entwickelt. Ja, das bedeutet dann wiederum, wir müssen unser Mindset dahingehend ändern. Wir müssen schauen, dass wir zum Beispiel Sport und Bewegung in den Alltag irgendwie integrieren. Das heißt, irgendwie am besten da, wo ihr dann Zeit habt und dann eben mal nicht auf der Couch sitzen und ferngucken, sondern ab in den Keller oder ab ins Fitnessstudio oder mit dem Rennrad raus. Wobei mit dem Rennrad muss man auch aufpassen, mit der Haltung, die man da hat. Wenn man eine zu schwache Rückenmuskulatur hat beim Rennrad immer, würde ich sowieso empfehlen, Rückentraining, das ist essentiell. Wenn man sowieso viel Rennrad fährt, sollte man den Rücken auch stärken und Übungen für den Rücken machen und auch ja, mal schwere Gewichte heben und hier den Rückenmuskulatur stärken. Ja, ansonsten ja, joggen, laufen, sonst was. Ja, was heißt laufen? Also spazieren gehen gilt hier nicht. Wir sollten schon schauen, dass wir uns etwas härter betätigen, dass der Körper merkt, okay, ich muss jetzt was verändern oder ich muss aufbauen oder man kann auch irgendwann so dahin trainieren, dass man es hält. Ja, wenn man zum Beispiel schon relativ gut aufgebaut hat und es so halten möchte, dann muss man ja trotzdem noch trainieren und Gewichte heben zum Beispiel. Man muss das einfach durch die Bank weg, muss man das durchziehen. Und das wirklich Woche für Woche und Jahr für Jahr. Sonst werdet ihr da irgendwann Probleme bekommen. Und das ist auch das, was ich mir in letzter Zeit einfach gedacht habe. Zuerst wollte ich mal die Rückenschmerzen loswerden. Da bin ich jetzt momentan gefühlt bei 70%. Mir fehlen noch 30%. Man sieht es auch, wenn ich jetzt, ich setze mich jetzt mal so wie ich bequem sitze, gerade hin. Und ihr seht, die Schultern, die sind noch nicht ganz in der Neutralposition. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Die Schultern müssten noch ein kleines Stück, müssten die hier zurück, um in der Neutralposition zu sein. Ich muss also hier auch am Rücken noch ein bisschen mehr arbeiten. Dahingehend habe ich auch meinen Trainingsplan momentan geändert. Ja, und das ist das, worüber ich mir in letzter Zeit auch Gedanken gemacht habe. Was ist, wenn ich jetzt die Rückenschmerzen weg habe und jetzt alles wieder super ist? Und dann darf das natürlich nicht aufhören. Es muss natürlich weitergehen. Und dementsprechend, weil ich jetzt auch gesehen habe, was möglich ist und was man machen kann, gesetzt dem Fall, alle Parameter stimmen, also Ernährung, Erholung und Training und natürlich Mindset, das ist auch ganz wichtig, das ist eigentlich eins der wichtigsten Dinge hier im Kopf, euer Mindset. Ja, wie mache ich das dann weiter? Ich werde auf jeden Fall so weitermachen und so viel aufbauen, was geht, ja. Und auch für später, das ist mal jetzt so ein Gedankenanstoß, auch für später ist das wichtig, es weiterzuführen und es zu tun. Und sich auch mal drei oder viermal die Woche, ja sagen wir mal dreimal die Woche, einen Ganzkörperplan reicht eigentlich schon. Eigentlich reicht auch schon zweimal die Woche für einen Normalo, sage ich jetzt mal, der einfach für seine Gesundheit was tun will, reicht zweimal die Woche einen Ganzkörperplan. Dreimal sind noch besser natürlich. Und für später vor allem, ja, weil wir werden ja nicht jünger, unser Körper baut ja mit der Zeit immer weiter ab. Und wir können das aufhalten, beziehungsweise wir können das hinauszögern, dieser Abbau vom Körper. Und es ist halt einfach ein Unterschied, ob ich mit 75 oder mit 80 nur noch in der Couch vergammel oder ob ich noch was mache und mich betätige und mein Bewegungsapparat am Laufen halte. Umso weiter kann ich diesen Prozess hinauszögern. Das sollte auch ein dauerhaftes Ziel sein, beziehungsweise darauf sollte man hinarbeiten, dass man nicht ja, mit 75 bewegungsunfähig dann nur noch irgendwie in der Couch sitzt und fernguckt und die Muskeln verkümmern und man kann sich irgendwann nicht mehr bewegen, bekommt Probleme beim Treppenlaufen, dies und das. Und wir wissen ja, viele haben ja Probleme mit den Gelenken, Hüftgelenke, Kniegelenke und dies und das. Wir wissen ja, wenn wir uns nicht dementsprechend betätigen, unser Körper am Laufen halten,
beziehungsweise bewegen. Ja, wir schmieren ja, die Gelenke werden ja nicht über die Blutgefäße quasi versorgt, die Gelenke werden über die Gelenkflüssigkeit versorgt und dementsprechend sollten wir uns auch bewegen, damit da ein Umsatz stattfindet. Und wenn wir das nicht mehr machen, in der Rente faul sind zum Beispiel und nur noch rumhocken und dann gehen wir noch schneller kaputt dabei. Und das ist so ein Gedanke, das gefällt mir gar nicht und dementsprechend möchte ich das dauerhaft hier weiterführen und trainieren und es hat ja auch einen schönen Nebeneffekt. Ja, das war eigentlich jetzt so nicht geplant in dem Ausmaß, aber jetzt bin ich schon mal so weit, jetzt mache ich das noch weiter und werde noch mehr Masse aufbauen und meine Ernährung weiter anpassen und dann werden wir mal schauen, wie weit das noch geht. Ja, die nächsten Videos, da wird es dann darum gehen, wie fangen wir denn überhaupt an, etwas dann für den Rücken zu machen, wenn wir denn schon Schmerzen haben und Probleme haben, wie fangen wir denn effektiv an, um etwas zu machen. Wir können ja jetzt nicht, ich kann euch jetzt nicht hier Vollstoff zeigen, wie ich gleich 90 Kilo, ich habe jetzt hier weniger aufgelegt, weil ich gestern habe ich, warte mal, heute ist Donnerstag, gestern habe ich trainiert, da habe ich dann immer weiter die Scheiben runtergenommen, bis ich nichts mehr geschafft habe zum Beispiel. Aber ich kann euch jetzt auch nicht gleich zeigen, wie ich hier 90 Kilo drücke und kann das auch keinem empfehlen. Das geht sowieso nicht. Ihr solltet also, was ich damit sagen will, nicht gleich hier Gewichte kaufen gehen und dann voll los drauf trainieren. Das muss schon mit Köpfchen sein und man muss Geduld haben. Das ist ganz wichtig. Auch generell, also viele bauen ja Muskeln auf, um den Frauen natürlich zu gefallen, aber das sollte zum Beispiel ein Punkt sein, der ganz, ganz weit unten auf der Liste steht. Erstmal machen wir das, weil wir fit sein wollen und fit bleiben wollen. Ja? Das ist schon mal ganz wichtig und es ist ein Unterschied, ob ich mit Zahnstocherarmen eine Kiste zum Beispiel auf der Arbeit hebe oder sagen wir mal auch mit der Rückenmuskulatur, ja? Wenn ich zu schwache Rückenmuskulatur habe und mir dann noch einen schweren Gegenstand hochhebe, dann dauert es irgendwann nicht lange, dann fliegen die Bandscheiben weg. Und wir wollen gucken, dass wir so stark sind und so kräftig sind, dass wir auch mal schwere Sachen ohne Probleme mal heben können und auch richtig heben. Das ist auch ganz wichtig, die Körperhaltung, beziehungsweise ich werde euch das alles noch erklären. Das nächste Video wird dann auf jeden Fall sein, wie fangen wir an, damit etwas zu ändern, beziehungsweise wie fangen wir so an, dass wir effektiv etwas gegen die Rückenschmerzen tun können und dann auch auf Dauer. Ja? Ich werde in den Videos natürlich dann auch immer wieder auf das Mindset eingehen, weil das ist ein verdammt wichtiger Punkt. Wofür macht man das? Und ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, weil das habe ich jetzt auch wieder alles auf dem Stegreif hier herausgeplappert. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder Anregungen oder wenn ihr eine Geschichte zu euren Rückenschmerzen habt oder wenn ihr Rückenschmerzen habt, ja, schreibt das mal alles in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Ah, ich habe übrigens auch noch keine Intros, ich habe meinen Kanal auch noch nicht umgestellt, das wird jetzt auch noch passieren. Und da werde ich mal noch überlegen, was ich da hingehend mache und wie ich meinen Kanal umgestalte. Und dann sage ich bis zum nächsten Video.